Was für ein Tag, was für ein Spiel, was für eine Stimmung. Herzlich willkommen zur Couch-Analyse nach dem grandiosen 5:2 gegen Hoffenheim. Ich nehme an, ihr hört es. Ich suche meine Stimme immer noch, es ist echt schwer. Ja, sensationell, was wir hier heute also zu sehen bekommen haben. Eine regelrechte Achterbahn der Gefühle, wenn man das mal auf die Woche betrachtet. Letzte Woche war es noch genau spiegelverkehrt. Jetzt haben wir quasi das Spiel von letzter Woche egalisiert und de facto spiegelverkehrt ist heute erlebt im Vergleich zum Mainz-Spiel. Lasst uns mal direkt so loslegen und mit dem Spiel mein Fazit. Natürlich ein absolut hochverdienter Sieg heute hier von uns über 90 Minuten. Ja, die erste Halbzeit war mit das Beste, was ich nicht nur in dieser Saison, sondern seit Jahren im Ruhrstadion gesehen habe. Da haben wir Hoffenheim regelrecht an die Wand gespielt, stellenweise geil herausgespielte Tore, Spielzüge, Aktionen. Ja, sie haben kein Land, kein Stich gesehen, kein gar nichts. Da waren wir wirklich überragend mit Jimmy vorneweg als Dompteur, als Zirkusdirektor. Ja, sensationell. Wie gesagt, ein absolut verdienter Sieg, an dem es nichts zu rütteln gibt hier. Und heute, ihr seht die Spieldaten hier eingeblendet, der Vollständigkeit halber. In Summe, lasst uns mal so ein bisschen auf das Spiel mal eingehen, auf die einzelnen Situationen wie gewohnt. Also, ich glaube, es brauchte so eine Viertelstunde, würde ich sagen, in etwa. Da passierte relativ wenig, das war recht ereignisarm, bis allerdings dann das Spiel Fahrt aufgenommen hat, ja, mit unserem 1:0 dann auch, ja, und generell, wie ich es gerade auch schon sagte, die Tore überragend herausgespielt, eines geiler vom Spielzug wie das nächste. Wir haben diese erste Halbzeit dann direkt so nach einer Viertelstunde die Zügel fest in der Hand gehabt, ja, haben die Spielkontrolle gehabt, haben Hoffenheim voll im Griff gehabt in der ersten Halbzeit, ja, die wussten überhaupt gar nicht, wo oben und unten gewesen ist, ja, so ähnlich, wie ich gerade schon sagte, also so ähnlich haben wir uns letzte Woche in Mainz eigentlich gefühlt, ja, nur da lief es komplett gegen uns, beziehungsweise da waren wir das Hoffenheim, ja. Ja, erste Halbzeit, also wie gesagt, überragend auf jeden Fall. Es lief einfach wie am Schnürchen alles zusammen. Sensationell. Das sah regelrecht richtig nach Fußball aus, den wir da geboten haben. Das hat Spaß gemacht. Ja, 3:0 zur Pause in der Bundesliga. Ja, Leute, ich weiß gar nicht, das letzte Mal in der Bundesliga, wann wir 3:0 zur Pause geführt haben. Vielleicht für die ein oder anderen Statistikfans von euch, kramt doch mal raus, sagt mir mal Bescheid. Ja. Genauso wie generell 5 Tore im Ruhrstadion in der Bundesliga. Wann war das letzte Mal? Ich kann mich da auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Mir bleibt irgend so ein Spiel 5:0 gegen Cottbus 2002 hängen. Ja? Irgendwann später haben wir auch nochmal 5 Tore gemacht. Auf jeden Fall sensationell, überragend. Zweite Halbzeit dann. Natürlich, das war zu erwarten. Hoffenheim hat, wie wir letzte Woche, 4-mal gewechselt. Alles auf links gedreht nochmal. Ja? Und es war natürlich klar, dass sie dann etwas mehr stärker werden, dass sie aus der Kabine anders rauskommen, dass sie noch immer wieder was versuchen werden. Ja, mussten sie ja auch. Dumm natürlich, dass wir dann direkt das Anschlusstor kassiert haben. Ja, Hoffenheim war dann in der zweiten Halbzeit auch besser im Spiel. Ja, sie waren dann eher ein Gegner wie in der ersten Halbzeit. Ja, in der ersten Halbzeit mussten sie am Ende, ja, vor lauter Schwindel an die Hand genommen werden, weil sie sonst den Kabineneingang nicht gefunden hätten. Ja, in der zweiten Halbzeit waren sie dann da. Nur, und das war natürlich auch sehr, sehr gut heute bei uns. Sie machen das 3:1, ja. Irgendwo hier muss man auch klar sagen, Soares verliert dort den Zweikampf bei dem Gegentor für mich und ist da sicherlich mit der Hauptschuldige eigentlich an dem Gegentor. Nur wir haben dann genau in den richtigen Momenten auch wieder die Antworten gegeben. Ja, kaum haben sie das 3:1 gemacht, bumm, haben wir mit dem 4:1 nachgelegt. Ja, das 4:2 dann auch hier für mich definitiv sehen auch Riemann und Masovic sehen da irgendwie nicht gut aus. Also irgendwie, keine Ahnung, keiner weiß, wo der Ball eigentlich ist, der Stürmer bedankt sich, ja, nur dann halt auch wieder das 5:2 einfach dann nachgesetzt, also wie gesagt, wir haben in den entscheidenden Momenten immer nachgelegt, wir hätten sogar noch durchaus ein Tor mehr machen können, die Möglichkeiten waren da, alleine wenn ich da an Asanos Lauf nochmal denke, wo er sich den Ball zu weit vorlegt in der zweiten Halbzeit, also das wäre auch nochmal ein Tor wert gewesen, aber wie gesagt, ich glaube, das wäre das zu guten zu viel gewesen am Ende, ja, wie gesagt, also überragendes Spiel, einfach schöne Geschichte, dass der junge Moritz Boschinski in seinem ersten Spiel direkt trifft, ja, und liebe Leute,
kommt mir hier oder sonst wo noch mal einer mit Zielwerger und voilà, ja. Also ganz ehrlich, der junge Bruschinski hat heute in 15 Minuten mehr gezeigt, wie ich in den letzten 2 Jahren von Zielwerger und voilà gesehen habe, ja. Also bitte, kommt mir niemand mehr mit Zielwerger und voilà. Das Thema ist gegessen, lass den Jungen ran. Also da habe ich die eine oder andere sehr gute Aktion gesehen, hat mir also auch nochmal sehr gut gefallen. Ja, wie gesagt, es ist einfach überragend heute gewesen, wie aus einem Guss stellenweise haben wir gespielt, Hoffenheim dort zerpflückt, vermöbelt stellenweise, ja, einfach überragend. So ist meine Meinung zum Spiel. Ich bin natürlich immer noch vollkommen euphorisiert, ja, logisch. Lass uns mal zu den Spielernoten kommen. Ihr seht natürlich die Spielernoten jetzt hier eingeblendet. Vor allem in dieser Woche natürlich überragend aus. Ja, logisch, Man of the Match, Jimmy. Überragendes Spiel, also für mich das beste Spiel im VfL-Trikot, und er hat ja schon gegen Gladbach gut aufgedreht, aber das hier heute hat nochmal getoppt. Er war zu keiner Sekunde des Spiels von den Hoffenheimern in den Griff zu kriegen, ja, hat Hoffenheim regelrecht wirklich mehrere Leute dort permanent schwindelig gespielt, 3 Vorlagen gegeben, schade, dass er sich nicht selbst mit dem Tor belohnt hat, aber ein überragendes Spiel. Ansonsten vorne auch die gesamte Offensivabteilung heute voll auf der Höhe. Jeder hat seine Aktion gehabt, hier und dort sein Törchen gemacht. Hinten seht ihr, ich habe Soares eine 3 gegeben. An sich ein solides Spiel, aber wie ich gerade sagte, bei einem einen Gegentor, finde ich, ist er einfach dann auch, verliert er den Zweikampf, dann lässt er sich zu leicht irgendwo abkochen oder lässt sich da zu leicht, verliert er vielleicht den Zweikampf, ja, und ist dann mit daran schuld. Deswegen eine 3. Ähnliches gilt für Masovic. Masovic trifft, macht vorne jetzt sein zweites Saisontor. Ja. Schönes Kopfballtor, alles astrein. Aber bei dem zweiten Gegentor sieht er mit Riemann auch nicht so ganz glücklich aus. Deswegen hier die leichte Abwertung auf die 3. Ja. In Summe haben wir natürlich das Spiel heute gewonnen. Er trifft, so sieht das bei mir aus. Ja, und wie gesagt, alles andere wie hier zu sehen. Wie sind eure Meinungen zum Spiel? Spiel, wie seht ihr die Spieler, die einzelnen Noten, wo würdet ihr vielleicht noch anders das Ganze sehen, eure Meinungen wie immer, also unten Feuer frei. Lasst uns zum nächsten Kapitel kommen, zu unserem Coach. Also, aufstellungstechnisch war das fast wie im Vorfeld von mir erwartet. Die größte Überraschung war natürlich sicherlich auch, dass Erhan Masovic anstatt von Kevin Schlotterbeck gestartet ist, und hier hat der Coach dann einmal mehr ein glückliches Händchen bewiesen. Wie gesagt, Masovic macht dann mal sein Törchen direkt, ja. Das auf jeden Fall gut aufgegangen. Dann die Wechsel auch, ja, spät. Aber auch, wie gesagt, der junge Bruschinski trifft dann auch hier ein glückliches Händchen. 5 Spiele, 5 Siege im Ruhrstadion. Eine absolut wahnsinnige Geschichte. Was gibt's da heute großartig zu sagen? Wer gewinnt, wie ich schon immer sage, macht nicht viel falsch. Von daher top. Ich glaube, es gibt jetzt gar nichts, was mir jetzt hier noch irgendwo auf der Zunge brennen würde, wenn ich über den Trainer so nachdenke. Nö, wie gesagt, die Wechsel kamen spät. Ein Kunde haben wir heute gar nicht gebraucht, ja. Also ist noch auf der Bank geblieben, ja. Das auf jeden Fall auch nochmal positiv, auch für die kommenden Wochen, ja. Da haben wir natürlich noch Optionen. So, das soweit von mir zum Trainer. Lasst uns mal zum Ausblick kommen. Ihr seht hier die Tabelle eingeblendet. Die Schalker spielen gegenwärtig. Deswegen ist es jetzt mal nur eine Momentaufnahme. Also wundert euch nicht. Kann sein, dass sie das Spiel noch verlieren. Kann sein, dass sie es gewinnen. Keine Ahnung. Aber die sind uns momentan sowieso vollkommen wurscht und egal, denn wir sind ihnen erstmal enteilt, egal was ist. Erfreulich natürlich der Blick hier. Wir sind voll im Geschäft. Hertha verliert, ganz wichtig heute, ja. Und gucken wir mal, was Stuttgart macht. Wir sind aber voll dabei. Und 19 Spiele, 19 Punkte. Das seht ihr hier nochmal voll auf Soll, voll im Kurs. Wir haben jetzt also wieder 3 Spiele Zeit, um 3 Punkte zu holen. Natürlich, die kommenden Aufgaben werden jetzt auch alles andere als einfach. Ja, das Spiel in München, das kannst du von vornherein abhaken. Da musst du gucken, dass du dort heil rauskommst aus der Geschichte. Dann kommt Freiburg zu Hause und Bremen auswärts. Also da muss man halt gucken, dass man irgendwie auf 3 Punkte wiederkommt, um weiter im Soll zu bleiben. Aber sehr, sehr gut einfach. Wir können erstmal wieder ruhig schlafen. Wir haben die Konkurrenz unter Druck gesetzt. Wir haben uns ein Polster von 5 Punkten auf die direkten Abstiegsplätze erst einmal erarbeitet, ja. Und das ist schon erst einmal auch ein Brett, an dem die anderen zu knabbern haben.
Und deswegen mega erfreulich. Da können wir einmal durchatmen, durchpusten. Das Spiel am Mittwoch jetzt, die große Vorfreude, ein absolutes Bonusspiel. Ja, das müssen wir ja auch so sehen. Wir sind in diesem Pokal schon de facto, haben wir unser Soll und Ziel auch erreicht. Das hier ist jetzt gegen Dortmund ein Bonus. Im Ruhrstadion geht alles, Flutlicht, man weiß ja nie in 90 oder 120 Minuten, das kann man aber auf jeden Fall genießen, das Spiel, ja, ohne sich größere Erwartungen zu schüren. Und wie gerade schon gesagt, danach geht's in der Bundesliga also weiter. Ja, das soll's von meiner Seite aus, wenn ich nichts vergessen habe, zur Couch-Analyse gegen Hoffenheim gewesen sein. Überragend einfach, happy, genießt es. Ja, werde ich natürlich auch noch tun. Ich schone jetzt meine Stimme. Ja, das reicht jetzt für heute. Und wie gesagt, schreibt eure Kommentare zum Spiel. Schaut bei mir noch im Video zur Stimmung nach dem Spiel in der Ostkurve rein. Ja, dort sind auch nochmal die Dortmunder begrüßt worden und unsere Mannschaft nochmal heiß gemacht worden auf das anstehende Pokalspiel. Und wie gesagt, wir sehen uns dann also auch zum Warm-up auf das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund dann schon zeitlich wieder. Also, in diesem Sinne, bis dahin. Tschüss.